Wenn ich Europa hinter mir lasse, dann habe ich immer gemischte Gefühle. Ich fühle mich da dazwischen, zwischen Marokko und Deutschland. Heimat liegt dazwischen. Ist die erste Station einer Reise, die Mohamed Massad in seine alte Heimat führt. Er wird die Orte aufsuchen, die sein Leben geprägt haben, bis er vor 12 Jahren nach Deutschland kam. Nach Marokko kehrt er immer wieder zurück, aus privaten und beruflichen Gründen. Jede Reise beginnt mit dem gleichen Ritual. Immer wenn ich nach Marokko komme, versuche ich am ersten Tag zum Friseur zu gehen, weil ich Probleme in Deutschland mit meinen krausen Haaren habe. Und der Friseursalon in Marokko ist nicht nur ein Ort für Haare schneiden zu lassen, sondern auch, das ist ein Ort, wo man auch mehr Neuigkeiten erfahren kann. Auf die Frage, was sich so tut im Norden Marokkos und welche Rolle der König dabei spielt, gerät der Friseur ins Schwärmen. Ja, es gäbe große Veränderungen und Reformen. Es gibt neue Straßen und es gibt den neuen Hafen, so der Friseur. Dabei haben wir immer gedacht, dass sich hier nie etwas ändern würde. Aber das ist nur der Anfang. Allah sei Dank. Nächsten Morgen treffen mit Hans Tischleder, einem Deutschen, der sich seit Jahren in der Kulturszene Marokkos tummelt. Während Mohammed seine neue Heimat in Deutschland fand, ging der ehemalige Kunsthändler den umgekehrten Weg. Seit über 20 Jahren lebt Tischleder in Marokko. Ich habe kein Land kennengelernt, in dem so viel individuelle Freiheit gelebt wird wie in diesem Marokko. Bis auf die schwierigen Zeiten, in denen die politischen Spannungen so weit aus verschiedenen Gründen sich entwickelt haben, dass es für einige Menschen hier sehr ungemütlich wurde, hat sich doch hier bis heute jeder bewegen können nach seiner Fasson, wie er will. Auf den Einwand Mohammeds, das Land müsse sich trotz aller Freiheiten weiter in Richtung Demokratie bewegen, reagiert der Deutsche zurückhaltend. Die große Stabilität des Landes habe vor allem mit dem alten und im Volk verwurzelten Königtum zu tun. Deswegen halte ich es auch immer für sehr verwegen, wenn wir kommen mit unseren polierten Maßstäben einer parlamentarischen Demokratie und dann auf den Tisch klopfen und sagen, wir wollen das jetzt hier auch so und vorher geht nichts. Ne? Das funktioniert nicht. Hier haben schon die Stones und Jimi Hendrix gekifft und Minztee getrunken. Das Café Haffa. Für die Marokkaner ist es seit jeher ein Ort der Sehnsucht. Hier können sie über die Straße von Gibraltar nach Spanien schauen. 14 Kilometer bis Europa. 14 Kilometer bis zum Paradies. Zumindest vor ein paar Jahren schien das noch so. Nur die, die keine Arbeit haben, schauen mit Sehnsucht nach Europa, erzählt Utman, der sein Geld als Metzger verdient. Sein Freund Mohammed, von Beruf Schneider, erzählt, dass Europa und besonders Spanien bei den Marokkanern viel von ihrem Reiz eingebüßt hätten. Und das nicht erst seit der globalen Finanzkrise. Früher sei es einfacher gewesen, in den Norden zu kommen, weil man dort Arbeitskräfte brauchte. Jetzt aber sei Europa überschwemmt von Migranten.